Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier in Ellengrad. Ja, Kühe haben wir 100% und wir haben noch Futter. Achso, okay, das ist die Gras. Und kurz gucken, Milch haben wir noch 13 Liter drin, das lohnt sich noch nicht. Wir sind tot. Ah, die holt noch Luft. Na jedenfalls will ich nun anfangen mit der BGH. Das ganze Problem ist, man muss das Gelände vor nach Möglichkeit planieren. So. Soll hier in dem Bereich hinkommen, in eine Reihe. Erstmal müssen wir im Prinzip versuchen, das Ganze, das ist Gleppen, ne? Mal auf. Gleppen, Anpassung. Gleppen wäre im Prinzip, wenn man Hügel flach machen will. Anpassung heißt es, hier heben und da ist es, als Hügel, wo wir nicht haben. So, dann mal auf VN, auf quadratisch und auf die Pinselgröße. M. L, die will ich drehen. Ja. Was man sieht. Die ganz schön rein, ne? Ich will ja nicht so viel ausgeben. Aber nur ein bisschen. Und da wo ich stehe geht's nicht. Später werde ich noch ein bisschen betonieren. Was man schlecht erkennen kann, ist im Prinzip, dass man im Prinzip von der Höhe was wegnimmt. Ne? Das sieht man meistens ganz schlecht. Für mich jedenfalls. Denn das soll ja im Prinzip das ist der rote Bereich in der Mitte, der entsprechend das macht. Der andere Bereich. Okay. Oh, aufs Geld achten. So, wir können hinterher immer noch zur Not das entsprechend noch vergrößern nach Bedarf, ne? Mal ganz kurz die Sträucher hier entfernen. Das nicht, dass da ein Gebäude drin ist, das ist blöd. Also Gebäude soll ohne V. Scheint was in der Grenze zu sein. Gras geht auch nicht weg. Ja, hier muss ich malen, ne? Das soll kein Problem sein, malen, und zwar Beton. Aus Kostengründen mache ich mir ganz wenig zur Zeit. Mal so. So. Produktion. Ich habe ja gesagt, in dem BGA von Castor, die
denke mal, die ist besser. Es gibt hier noch mehrere Teile. Also klein, mittel, groß und sehr groß. Hier kann man sehen, hier geht rein Silage, Rübenschnitzel, Rüben und Mist. Rauskommt das Zeug. Ja, die Rüben nicht. So, und dann ist hier natürlich die Größe anscheinend, ne? Also hier, wie man kann sehen, die Schnittmenge erhöht, enge erhöht. Und da hast du nur für Biomasse. Da hast du auch nur für Biomasse. Und da geht das ansprechen, ne? Also keine Rüben. Also hier können die Rüben aus der Kleinheit werden. Also hier geht keine Rüben rein. Und hier kann man auch Rüben auch ganz reinkippen. So. Ich müsste aber zuerst den Parameter bauen, der ist der größte. So, Parameter. Mit der Nachgäre. In der Nachgäre machen wir später. Großer. Ist das 300 Stück Größe? 200. Ich tendiere immer zu groß. So, hier heißt es ein bisschen gucken. Mit V können wir frei Modus wählen. Dann können wir auch theoretisch hier, ne, hinbauen, ne? Aber gut, da brauchen wir ja im Prinzip nicht drehen. Mal gucken, ob wir drehen können. Farbe ändern? Ne, wollen wir nicht haben, ne? Da. Ich glaube, da vorne kann das Ding ran, ne? Der Vermieter. Das ist jetzt blöd. Da müssen wir hier, wenn ich glaube, hier ein bisschen mehr Platz. So. Da auch nicht planiert. Und hier ist auch mehr Platz. Aber hier haben wir halt rechts keinen Platz mehr, ne? So, dass er da vorne rankommt, könnten wir zur Not noch Gebäude entfernen. Und leider sollte es noch Grundstück sein. Siehste, der erste Schritt ist getan. Man braucht auf jeden Fall zwei Gebäude. Alles andere braucht man nicht unbedingt. Aber wir machen das so, dass es so aussieht, ne? Ich glaube, so ist richtig. Ich weiß es aber nicht genau. Hat im Grunde keine Funktion, das ist reine Optik. So, wir haben noch so, hier können wir gucken. Ne, wir kriegen Gülle und Mist rein, ne? Energie raus. Hier das gute Stück. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir jetzt den Anhänger kriegen, den ich schon gekauft habe. Den habe ich schon gekauft. Muss mal gucken. Die Geschwindigkeit will ich jetzt immer auf 5 laufen lassen. Am Tage. Wir haben ja 2 Arbeitstage mehr, ne, im Monat. Den Traktor nehmen wir gleich. Ich weiß, der Platz ist ein bisschen sehr knapp. Knapp bemessen. Muss ich schauen, dass ich hinkriege irgendwie. Aber die ganze Sache ist ja im Prinzip vorübergehend, Anführungszeichen. Wenn das so kommt, wie es kommen soll, irgendwann ist es soweit, dann kommt der Umzug. Und nach dem Umzug
Wobei ich die Machart von Castor kenne, sind die. Na. Sind die Karten fix und fertig. Man muss da dann selber nichts platzieren, ne? Man muss es nur halt kaufen. Der. Nimm an, dass die einzelnen Höfe jeder eine BGA hat. Also nicht so schön. Und wir am Ende nur noch den Hof kaufen müssen. So, Gewicht haben wir auch nicht nehmen. Dann wohnst du doch irgendwann wieder doof und dämlich. Ja, das einzig große Geld, was ich verdienen kann, ist beim Getreide. Den besten Preis gibt es aber später, ne? Ich glaube im Dezember. Ich muss sehen, was ich einlagern kann. Das jetzt uns die BGH das Geld verdient. Ah, da fahren wir. So. Den Händler habe ich schon her gekauft. Oh, die erste Gemüse schon da. Mein Gemüse bestellt habe ich noch nicht da. Aber das macht nichts. Das geht auch noch irgendwie. Ich sehe gerade den Güllewagen da stehen und sind sie über eine Frage gleich weg. Da ist wohl noch ein Hänger. Schuld weg. Ein bisschen weiter gucken. Mega in den Graben fahren. Ja, nachts dunkel ist, wird aber noch vorgespult. Beziehungsweise ich werde irgendwann ein Haus kaufen und dann die Nacht über schlafen. Wie es halt so ist normalerweise, ne? Schläft ja nachts. Ich wollte gerade sagen, Hänger nicht da. Doch gekauft. Ja, das ist halt Krampus, ein Mod. Gibt aber nicht bei Mod Hub, glaube ich nicht. Mod Hoster oder. Ja, irgendwo anders. Fällt mir gerade nicht ein. Ah, den gab es im 19. auch schon. Ich habe mit Absicht einen kleinen gekauft. Weil wir bergauf fahren und so. Ist es nicht so einfach. Ein großer Anhänger, voller Getreide. Aber geht doch was rein, ne? Ja, zur Not noch einen zweiten dazu kaufen. Und das Geld dafür. Nachgehre und der Lager müssen wir noch kaufen, zu kaufen. Den Mist kriegen wir so rein, da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf, weil das Fahrzeug fehlt. Mit einem kleinen Radlader wird das nichts, der kommt gar nicht so hoch. Mit einem großen Radlader werde ich mir später zulegen. Mal schauen, dass ich da entsprechend noch ein Silo zulegen werde und dann mal sehen, dass ich da entsprechend mal die Silage mit dem Sammelwagen teile. Oder mit dem Häcksler. Muss auch bezahlt sein, werden, ne? Das Ganze nicht Problem, aber ist halt so. Na, was ausreichend ist. So sieht das aus. Das war nicht realistisch, aber im Augenblick ist das die bessere Lösung, ne? Oh, schon schwer, ne? 50 Tonnen fast, ne? Doch, 50 über. Ja, normalerweise würde ich jetzt keinen Mist da reinmachen wegen später Getreide. Aber
Das geht jetzt mal nicht anders. So, hoffen wir, dass es funktioniert. Bin mal gespannt, was überhaupt reinpasst, ne? Die Gewächshäuser machen gerade Wassergeräusch. So, hier muss man schauen, wie ich am besten heranfahren kann, ne? Also um den Berg runterfahren wäre Blödsinn, ne? Da müsste ich hier eine Zufahrt machen. Und wie gesagt, wenn das Geld reicht, betonieren. Das hat jetzt nicht funktioniert. Muss ich reinkippen? Kippen mal ein bisschen was aus. Nur ein bisschen. So eine Radlade. Der ist ein bisschen zu klein dafür. Mal sehen, vielleicht muss ich einen großen mieten. Wenn ich reinkippen darf. Nimmt man die Nagebahn mit. Ist ja auf Dauer auch teuer, ne? Am Radlader haben wir sowieso irgendwo, ne? Das ist die Mühe. Ups. Ruhe. Ob wir das gleich leisten können. Ja, er hat angenommen, ne? Da wird der Trigger auch entsprechend da sein. Also der zum Annehmen. Hier. Ist noch nichts drin. Aktivieren. Also der macht ja im Prinzip. Also die Ballen kriegt leichter rein. Das steht fest. Schaden 3% an dem Fahrzeug. Produktion läuft. Hütten da jetzt noch. Jetzt sind wir gefragt. Oder muss er einmal. Gut, Mist und ach Güss, Mist. Hätte vielleicht ein Loch machen können und da rein verstecken.
Ganze auf. Mal schauen, wie es funktioniert, ne? Sehen, wir mit Gülle hinkriegen. Da kann man mit Gülle was machen. Aber Gülle, da fehlt noch so ein Behälter. Da läuft es. Vielleicht muss es. Hier reingehen. Vielleicht verteilen. Jetzt geht's los. Ah, hier oben. Silage. Ah, jetzt haben wir schon mal 11 Liter. Ah, Methan 3, Gär 66. Mist haben wir jetzt. Auch entsprechend. Was ist hier oben? Gut. Das läuft schon mal. Und was kostet ein Radlader, ein großer? Das ist mir immer interessant zu wissen. Denn den ganzen bis mit dem kleinen reinfahren wäre ja auch ein bisschen mühsam. Ne? Die großen kosten, na, der kostet 114. Das ist ein. Ja, den großen werden wir irgendwann brauchen. Ne? 52.000. So. Da geht er raus. 8.000, das ist schon ganz eine andere Geschichte, ne? 8.000 eine Tonne. 3,5. 15.000. Und der hat 3 Tonnen. Also das wäre schon mal nicht schlecht, ne? 15.000. Also 4.000 Liter. Ich habe vorhin 15.000 gelesen. Das für Stroh. Aber so 8.000 wäre schon mal eine gute Zahl. Dann brauchen wir den großen, ne? Die sind ein bisschen dafür. Na, der ist der kleine, das bringt nichts. Ansonsten haben wir noch Teleskoplader, das ist auch nicht das, nicht das Wahre dafür. So. Bleibt nur die Frage. Geht schnell weg. Ja, mal sehen. Oh, Überlänge. So, Leute, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schön, danke, ciao. Ich werde jetzt kurz den Rest reinkippen, beziehungsweise einfüllen. Kriegen wir Kredit. Und wahrscheinlich nicht. Ah, kriegen wir nicht. Oder was verkaufen. Das ist schwierig. Ach, hier sind die Mods drin. Also Geräte. Was ich meinte ist. Finden wir es nicht. Und die Anhänger sind hier.
Gut, macht nichts. Tschüss. Ciao. Danke fürs Einschauen. Tschüss.